So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen zu unserer Pressekonferenz zu den Ergebnissen der 145. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung, der getagt hat vom 4. bis zum 6. November 2014 in Wismar. Herr Minister, Sie haben das Wort. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Die Steuerschätzer des Arbeitskreises Steuerschätzungen haben vor einer Stunde die Ergebnisse ihrer Arbeit aus Wismar übermittelt. Wir haben Ihnen eben die Zahlen verteilt. Daraus ergibt sich, die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden werden auch in den nächsten Jahren weiter kontinuierlich steigen. Gesamtstaatlich von 640,9 Milliarden in diesem Jahr auf 760 Milliarden im Jahre 2019. Ich will aber gleich darauf hinweisen, noch einmal, das sind gesamtstaatliche Zahlen. Und wenn man 5 Jahre zusammen addiert, kommen diese großen Differenzen heraus, wenn man sie auf Jahresscheiben überträgt, gewinnt man ein besseres Verständnis für die Dimension. Die Steuereinnahmen spiegeln die wirtschaftliche Entwicklung wider. Und so wie die Wirtschaft werden auch die Steuereinnahmen auch in den nächsten Jahren weiter wachsen. Es ist wahr, die Konjunktur entwickelt sich zuletzt etwas weniger dynamisch, als das im Frühjahr noch von allen erwartet worden ist. Deswegen werden auch die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren etwas weniger stark wachsen, als noch im Mai in der Steuerschätzung prognostiziert worden ist. Wenn Sie genau hinschauen auf die Zahlen, werden Sie feststellen, dass die Tatsache, dass die verringerten Wachstumsannahmen sich nicht stärker in den prognostizierten Steuereinnahmen widerschlagen, als das nach bisherigen Erfahrungen auch der Fall hätte sein können. Es hat damit zu tun, dass die wirtschaftliche Entwicklung zum großen Teil durch die Binnennachfrage getragen wird und dass wir weiterhin von einer sehr guten Lage am Arbeitsmarkt ausgehen können. Und aus all dem ergibt sich, die öffentlichen Haushalte bleiben solide finanziert. Und für den Bund bleibt es dabei, dass wir in diesem Jahr die Ziele des für 2014 geltenden Haushalts erreichen und dass wir trotz der geringfügigen Mindereinnahmen beim Haushalt auch im kommenden Jahr ohne neue Schulden den Haushalt 2015 aufstellen können, beziehungsweise dass wir ab dem Jahr 2015 ohne neue Schulden auskommen können. Und in diesem Rahmen müssen und werden dann die Investitionen auch weiter wachsen können und gestärkt werden. Darauf komme ich gleich noch mit wenigen Bemerkungen. Zunächst einmal, Grundlage für die heutige Steuerschätzung ist die Herbstprojektion der Bundesregierung vom Oktober. Wir erwarten für 2014 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,2 und für das kommende Jahr um 1,3%. Und die Zahl der Erwerbstätigen ist gegenüber der Frühjahrsprojektion für 2014 und 2015 nach oben korrigiert worden, was zeigt, der Arbeitsmarkt ist nach wie vor in einer guten Verfassung. Die steigende Beschäftigung und die robuste Inlandsnachfrage wirken sich positiv aus. Bruttolöhne und Gehälter wachsen mit weit über 3% pro Jahr. Und damit natürlich auch die Einnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer. Die geringere wirtschaftliche Dynamik zeigt sich bei den verminderten Unternehmensgewinnen, weswegen die Schätzungen für die gewinnabhängigen Steuern insgesamt niedriger ausfallen. In der Summe bedeutet es, für das laufende Jahr verbessern sich die Steuereinnahmen um insgesamt 0,9 Milliarden für den Gesamtstaat und auf den Bund entfallen davon zusätzlich 0,7 Milliarden. Ab 2015 rechnen die Steuerschätzer gegenüber der letzten Schätzung mit leicht geringeren Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden zusammen. 2015 6,4 Milliarden, 2016 6,9, 2017 4,6, 2018 3,9 Milliarden. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen in der Auswirkung auf Bund, Länder, Gemeinden, werden Sie bei 2015 eine unterschiedliche Entwicklung beim Bund gegenüber Ländern und Gemeinden feststellen. Das hat, darauf mache ich aufmerksam in der Spalte, mit einer deutlichen Veränderung einmalig
im Jahre 2015 bei der EU-Abführung in Höhe von 2,1 Milliarden zu tun. An sich entwickeln sich die Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden einigermaßen parallel. Aber die EU-Abführungen gehen in voller Höhe zu Lasten des Bundes und entsprechende Korrekturen dann im Einzelfall auch einmal zugunsten des Bundes. Der Bundeshaushalt 2015, den die Kollegen im Haushaltsausschuss in den nächsten Wochen abschließend beraten werden, damit wir fristgerecht die zweite und dritte Lesung im Bundestag haben werden, der wird für den Bundeshaushalt 2015, haben wir folgende Auswirkungen. Wir haben eine geringfügig geringere Steuereinnahmen gegenüber der letzten Steuerschätzung um 0,5 Milliarden Euro. Das schlägt sich natürlich im Bundeshaushalt nieder. Und ich will dazu fügen, seit dem Regierungsentwurf vom Juli mussten wir beim Arbeitsmarkt wegen der für 2015 erwarteten Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften den Ausgabenansatz um 1,2 Milliarden erhöhen. Dafür werden wir bei der Rentenversicherung aufgrund der für den 1. Januar ins Auge gefassten Beitragssenkung eine Verringerung des Rentenzuschusses um 0,5 Milliarden in die Planungen im Bundeshaushalt 2015 einstellen können. Und die Zinsen bewegen sich tendenziell noch einmal leicht nach unten, sodass wir insgesamt damit die anderen Ausgabesteigerungen kompensieren können. Und deswegen gehe ich davon aus, und die Kollegen im Haushaltsausschuss der Koalitionsfraktionen haben dasselbe erklärt, wir werden den Bundeshaushalt ab 2015 ohne neue Schulden erreichen können. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen können darauf vertrauen, wir halten, was wir vereinbart und versprochen haben, nicht nur im kommenden Jahr, sondern auch in den folgenden Jahren. Und dieser ausgeglichene Haushalt und die verlässliche Finanzpolitik stärkt Wachstum in Deutschland und in Europa. Aber da wir nun in der Phase sind, wo wir die Rückführung der Neuverschuldung, als die als Folge der Finanz- und Bankenkrise so hoch war, 2015 abschließen können, wenn wir ohne neue Schulden auskommen, werden wir ab 2015, so hatten wir es immer gesagt, dann in dem Maße, wie sich die Einnahmen erhöhen, auch die Ausgaben erhöhen können. Und damit gewinnen wir Spielraum für zusätzliche Investitionen. Und wir haben uns ja so auch im Koalitionsvertrag darauf verständigt. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren, also in den Jahren für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, also bis einschließlich 2018, auf den sich die Steuersetzung bezieht, die Investitionen über die bisherigen Planungen auch im Koalitionsvertrag hinaus weiter verstärken können. Ich werde dem Kabinett der Koalition vorschlagen, im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2016 und der Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung, dass wir zusätzliche Mittel für öffentliche Investitionen in einer Größenordnung von 10 Milliarden Euro in dieser Zeit auf den Weg bringen können. Wir sind in einer engen Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium, dass wir diese, wie überhaupt alle investiven Mittel, vor allen Dingen so ansetzen, dass wir einen möglichst starken Effekt auch für Folgeinvestitionen, für die Förderung und Auslösung von privaten Investitionen mit sich bringen können, dass wir einen möglichst starken Leverage-Effekt machen können. Daran arbeiten wir intensiv und wir gehen damit auch davon aus, dass wir mit diesen zusätzlichen Investitionen, öffentliche und in der Folge auch privaten, auch einen wesentlichen Beitrag zu dem leisten, was ja der neue Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, angekündigt, was die Staats- und Regierungschefs ausdrücklich bestätigt haben, nämlich, dass wir in den nächsten Jahren in Europa insgesamt, Europäische Union plus Mitgliedstaaten, zusätzliche Investitionen in einer Größenordnung von 300 Milliarden anstreben. Wir werden uns, ich jedenfalls, Sie weniger insoweit, aber ich im weiteren Verlauf des Tages in der Eurogruppe mit den Fragen auch beschäftigen, weil wir ja auch auf der Ebene der Finanzminister, wo wir heute Eurogruppe, morgen ECOFIN haben, seit unseren informellen Räten Anfang September im September intensiv daran arbeiten, unseren Beitrag zu diesem Programm bis zum Ende des Jahres
auf der Ebene der Finanzminister und natürlich als Vorbereitung auch für den europäischen Gipfel im Dezember zustande zu bringen. Insofern glaube ich, dass das Ergebnis dieser Steuerschätzung wiederum ein Beleg dafür ist, dass wir auch in einem schwierigen Umfeld von geopolitischen Risiken eine solide wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland haben und dass wir die Kräfte für nachhaltiges Wachstum in Deutschland und Europa weiter stärken können. Es ist nun Gelegenheit für Ihre Fragen. Herr Pichler. Nee, bitte mit Mikrofon. Da ist es schon. Herr Schäuble, zu dem letzten Punkt Investitionen. Sie sagten 10 Milliarden Investitionen bis 2017. Heißt es, die Verkehrsinvestitionen werden verdoppelt? Also ist das dieser Ansatz der Verkehrsinvestitionen, der jetzt verdoppelt wird dann? Nächstes Mal ist ein Unterschied zwischen 2017, so lange geht die Legislaturperiode, und 2018, so lange geht der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Das will ich zunächst einmal sagen. Und es ist klar, wir gewinnen ja zusätzliche Spielräume in einem begrenzten Umfang. Zweitens, ich habe gesagt, ich werde der Koalition Vorschläge und der Regierung Vorschläge unterbreiten, dass wir in diesem Zeitraum zusätzliche investive Mittel in der Größenordnung von 10 Milliarden einplanen können. Das werden wir im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushalts 2016 und der Eckwerte 2016, also bis im März, zu leisten haben. Ich habe das auch mit der Bundeskanzlerin und mit dem Vizekanzler, dem Wirtschaftsminister, abgestimmt und besprochen. Aber wir machen jetzt noch nicht die Haushaltsverhandlungen, weder im Zuge der Beratung des Haushalts 2014 noch im Zuge der Bundespressekonferenz. Der Pressekonferenz. So, Herr Brodbeck. Aber da handelt es sich um zusätzliche gegenüber dem, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Soweit ist es schon richtig. Herr Schäuble, im weiteren Sinne um Mindereinnahmen. Wie schockiert waren Sie von dem, was man erfahren konnte, wie systematisch Luxemburg Steuergestaltung in hohem Maße unterstützt hat, auch auf Kosten der Nachbarländer? Und werden Sie möglicherweise Herrn Juncker darauf ansprechen? Naja, wir hatten heute Morgen im Bundestag eine längere Debatte über das Thema automatischer Informationsaustausch und auch über das Thema, wie wir die Ausnutzung und die immer intensivere Ausnutzung von unterschiedlichen steuerlichen Regulierungen in Europa und weltweit besser bekämpfen können. Das ist leichter gefordert. Die Opposition hat es da immer leichter als erreicht. Und man muss einen klaren Unterschied machen. Man muss einen klaren Unterschied machen zwischen illegaler Steuerhinterziehung und legaler Steuergestaltung, auch wenn es Aufgabe des Gesetzgebers ist und internationaler Kooperation. Das sage ich wieder und wieder. Die Möglichkeiten für legale Steuergestaltung auf etwas zu begrenzen, was wir noch akzeptieren können. Aber es ist ein fundamentaler Unterschied. Und wenn ich die Berichterstattung richtig lese, geht es hier darum, dass eben unterschiedliche steuerrechtliche Regulierungen unter der Anführung von leistungsfähigen Beratungsgesellschaften intensiv genutzt werden sollen. Deswegen wollen wir das Leben für die Beratungsgesellschaften ein bisschen schwerer machen. Dazu haben wir die BEPS-Initiative. Insofern passen diese Meldungen, die unterstreichen geradezu die Dringlichkeit dessen, was ich glaube, ich mehr als andere vor 2 Jahren auf den Weg gebracht habe, nämlich, dass wir eben nicht nur mit Steuerhinterziehung uns zu beschäftigen müssen, sondern mit Regulierungen internationalen, die gehen aber nur durch internationale Verabredungen, um den Spielraum kleiner zu machen. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist, wir wollen auch in Zukunft, und die allermeisten wollen das auch so, aber auch wir, nicht ein einheitliches Steuersystem global. Es wäre auch nicht sehr realistisch, es anzustreben. Es wird also auch in Zukunft unterschiedliche Steuersätze, unterschiedliche Regelungen geben. Es wird auch in Zukunft, nehmen wir jetzt das spezielle Thema der Lizenz- und Patentboxen, natürlich möglich sein, dass Staaten nach der Entscheidung ihrer eigenen für die Steuergesetzgebung zuständigen Körperschaften, also bei uns Bundestag und Bundesrat, sagen,
Wir besteuern die Forschungstätigkeit so oder so. Das entscheidet der Gesetzgeber. Wir wollen nur sicherstellen, dass die Staaten solche Regulierungen nur machen in Bezug auf Tätigkeiten, die in ihrem jeweiligen Land stattgefunden haben. Deswegen bei den Patentboxen der sogenannte Nexus Approach. Also die Tatsache, dass wir vereinbart haben, das wird hoffentlich, habe ich heute Morgen im Bundestag gesagt, in Brisbane so beschlossen, dann werden wir es in europäisches Recht umsetzen und zugleich national auch die Konsequenzen ziehen, nämlich zu sagen, Ausgaben, Betriebsausgaben für Lizenzzahlungen, die in einem anderen Land nicht nach den Regeln dieser Vereinbarung besteuert werden, sondern auch für Briefkastenfirmen, die werden in der Zukunft von uns nicht mehr anerkannt werden. Das ist der Weg, wie wir es bekämpfen können. Mit Schockiertsein und Aufregung ist relativ wenig zu erreichen. Das Momentum zu nutzen, das durch die stärkere Wahrnehmung, wie stark, das ist nicht nur ein Land, könnte ich Ihnen endlos Beispiel machen. Insofern bin ich auch nicht furchtbar überrascht. Und die Kreativität der Ausnutzung von Regulierungsarbitrage in der Globalisierung ist unendlich groß. Und deswegen sind die Bemühungen so wichtig, aber sie sind, man muss dann internationale Vereinbarungen haben, man kommt Schritt für Schritt voran. Und alle waren sich heute einig im Bundestag, wir sind schneller vorangekommen als alle, die sich mit der Sache ernsthaft beschäftigen, noch vor 2 Jahren für möglich gehalten werden. Aber wir sind nicht am Ende, sondern wir sind mitten in den Bemühungen. Ja, Herr Minister, eine Frage zu der glücklichen Fügung von 2,1 Milliarden Minderabführungen an die EU. Ist das allein dem geringen Wirtschaftswachstum geschuldet? Und dann zweitens zu den 10 Milliarden ab 2016, die Sie mehr für investive Ausgaben zur Verfügung stellen wollen. Woher sollen die kommen und könnten darin auch steuerliche Anreize mit enthalten sein? Also die Frage, wie sich die Abführungen an den EU-Haushalt im Detail berechnen, ist so kompliziert, dass ich nicht versuchen will, sie Ihnen in jedem Detail zu erklären. Geringeres Wachstum spielt dabei auch eine Rolle, aber es geht ja am Ende um die Verteilung. Wir haben vor allen Dingen auch veranlasst, übrigens durch die Vereinten Nationen, und zwar schon in den 90er Jahren, eine Veränderung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Anliegen der Vereinten Nationen war volkswirtschaftlich, also die Frage, wie ist die wirtschaftliche Leistungskraft vergleichbar zu machen. Dazu brauchst du irgendwie global einheitliche Maßstäbe, wie wird denn ein Bruttoinlandsprodukt berechnet. Und diese Veränderung der internationalen Statistiken, Sie haben das alle wahrscheinlich auch mal geschrieben oder gelesen in den letzten Monaten, also dass jetzt auch Forschungsausgaben zu Investitionen gerechnet werden. Ein paar andere Dinge auch, die ich jetzt nicht ausdrücklich erwähnen will, weil das geht dann mehr in den Bereich der Boulevardpresse, aber es zählt auch rein, führen dazu, dass die EU-Kommission neu berechnen musste, und zwar für den Zeitraum von 1995 bis 2013 einschließen. Und daraus mit ein paar anderen Dingen zusammen ergeben sich diese Dinge, die auch den britischen Premierminister, also den Premierminister Ihrer Majestät, so geschockt haben, weil da offensichtlich eine Indiskretion gewesen ist. Damit haben die 2,1 Milliarden auch wesentlich zu tun. Das ist wahr. Im Übrigen ist bei dieser Gelegenheit, obwohl ich das normalerweise ungern mache, weil das sieht so komisch aus, wenn Sie die berichtigten, ich sage Ihnen warum, die berichtigten Zahlen anschauen, dann sehen Sie, dass in Deutschland die oft behauptete Investitionslücke nicht so richtig besteht. Wir liegen mit unseren Investitionsausgaben, wenn man Forschung Ausgaben einberechnet, ziemlich gut im europäischen und auch im internationalen Vergleich, was uns nicht daran hindert, mehr zu tun, weil wir natürlich aus dieser konjunkturellen Situation, dass jeden Tag die Vorhersagen ein bisschen schlechter kommen, mal von IWF, mal von der Kommission, mal von den Steuerschätzungen und so. Und deswegen ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt zu sagen, wir haben ein schwieriges Umfeld, wir haben geopolitische Risiken, die lange unterschätzt worden sind von vielen, aber wir sind in einer ordentlichen konjunkturellen Grundverfassung und wir sollten uns jetzt konzentrieren, aber nicht mit Scheinnachrichten und Scheinerregungen, sondern mit substanziellen Maßnahmen, nachhaltiges Wachstum weiter zu stärken. Wir können dafür mehr tun. Andere müssen auch auf dem Weg von strukturellen Reformen entschlossen vorangehen. Auch das ist notwendig.